Nachdem wir die Ballade von Mifa, Daruk und Revali erledigt haben, sind wir jetzt im Gebiet der Gerudo, um die Ballade von Urbosa zu starten. Von Vanaboris aus geht's Richtung Steinmonument, wo wir sicherlich wieder drei Karten bekommen. Oh. Ah. So, schauen wir uns mal die Karten an. Das ist klar. Der ist der hintere Eingang des Tigerverstecks. Das auch. Das ist westlich des Labyrinths. Und das ist irgendwo in der Wüste westlich von Gerudo Stadt, oder? Also hier, das Kaisertal. Und dann hier. So, und das dritte ist ein bisschen schwieriger.
Ungefähr hier. Fangen wir mit der ersten Prüfung an, und zwar mit der unteren. Mal sehen, was uns da erwartet. Auf jeden Fall eine dieser drei Prüfungen. Sieh mal einer an, die Kletis, die klärt uns bestimmt auf. Also geht es wohl darum, einen besonderen Moldora zu killen. Königsmoldora. So. Treffer. Das war schon mal Kacke. Was mache ich denn? Junge, das war echt schwach. Jetzt aber Feuer. Oh shit, noch ein Treffer. So, endlich richtig gemacht mit einer Bombe. Und jetzt gibt's einer mit der 102er Superkeule auf die Mütze. Oh Mann, warum benutze ich da kein Stasis bloß?
Jetzt reicht's mir aber wirklich. Jetzt wird er gekillt. Boah, endlich. War jetzt echt nicht der beste Kampf. Die Drehattacke des Viehs kurz vorm Abtauchen ist schlimm. Eine bessere Taktik wäre gewesen, die Moldora aus der Distanz zu bekämpfen. Hätte zwar länger gedauert, aber der Schaden wäre auch zu vermeiden gewesen. Naja, aber hier ist der Kaibetawa-Schrein. Da ist wahrscheinlich Elektrokram drin. Hier muss man wahrscheinlich den Strom bis ganz da hinten hinleiten. Hier haben wir mehrere Kisten und Kugeln. Es gibt sicherlich mehrere Lösungen. Schaut euch einfach an, wie wir es gemacht haben. So, das Tor ist schon mal auf. Aber wir wollen natürlich noch die Kiste. Das wird natürlich wieder ein Gefummel.
Perfekt. Und das alles wegen einem Sonnenschild. Naja, egal. Und damit ist die erste Prüfung geschafft. Haut rein, bis dann.